Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin heute mal wieder hier in unserem Secret Spot, wo wir vor einer Woche oder so schon mal waren. Und heute steht auf dem Programm vielleicht dieses kleine, große Gap zu schaffen. Viel Spaß dabei. Ja, ich glaube ja irgendwie, dass ich das jetzt schaffen kann, weil ich im Bikepark ja so zufrieden war mit meiner Leistung. Allerdings ist natürlich in dem Bikepark alles professionell gebaut. Und die Sache ist einfach die, dass in so einem professionell gebauten Bikepark die Sachen halt einfach funktionieren, weil sie einfach extra dafür gemacht sind und sich da ein bisschen was bei gedacht haben. Aber solche Spots wie hier sind natürlich eher von Kids gemacht und von Leuten, die halt sowas nicht professionell machen. Zumindest gehe ich mal davon aus. Und deswegen sind die Sachen einfach viel, viel schwieriger. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich mit meiner neuen Sicherheit, was Sprünge angeht, das vielleicht heute packen kann. Außerdem einfach kleine Sundowner-Session heute. Jetzt warte ich hier auf den Steve, Sender Steve, und ja, dann geht's gleich los. Da ist aber einer krass motiviert heute, Alter. Das wird schon nicht scheiße jetzt. Digga, eigentlich will ich das machen heute. Wie schon am Anfang erzählt, war das große Ziel heute, das Gap zu springen oder den Double oder keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall auch noch ein paar Bike-Vokabeln lernen, aber wir haben einfach ein paar Runden hier uns ein bisschen warm gerollt. Haben uns dann auch noch andere Sprünge vorgenommen, die wir bisher noch nicht gemacht haben, weil die für uns einfach irgendwie nicht machbar ausgesehen haben. Aber ihr kennt das vielleicht selbst, wenn ihr irgendwie ein paar Wochen nicht an einem bestimmten Spot wart, dann sehen die Sprünge auf einmal ganz, ganz anders aus und auf plötzlich sind sie irgendwie machbar. Wie bei so einem Videospiel, wo man dann irgendwie Erfolge freigespielt hat. Zu wenig Schwung. Kann da nicht reintreten, Alter. Wo fährst du die Kurve? Oben oder unten? Das große Problem am heutigen Tag war irgendwie der Untergrund. Bisher habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht, außer dass es manchmal nass und manchmal trocken war, aber der Unterschied vom Untergrund, dieser sandige Untergrund, der einen so sehr bremst, war irgendwie komisch. Das ist auch hier scheiße reinzufahren. Solange du nicht gegen den Baum klatschst, ne? Da fragt man sich auch, warum man sich eingepisst hat, ne? Nach den anderen Sprüngen, die wir dann sozusagen freigespielt hatten, stand dann noch das Gap an. Und ich muss schon sagen, ich habe mir am Anfang schon ein bisschen in die Hose gemacht. Aber dann habe ich es einfach probiert und naja. Kick ein bisschen das Hinterrad hoch. Da dann doch relativ schnell die Sonne untergegangen ist, haben wir uns dann auf den Weg zurück zum Parkplatz gemacht, um dort dann noch so ein paar Basics im Flat zu üben, zum Beispiel sowas wie ein Wheelie, was ich auch immer noch nicht kann und irgendwie nicht verstehe, warum man das können muss, aber Steve sagt immer, weil es halt cool aussieht. Hast du das? Wieso muss man das nochmal können? Scheiße. Nice! Nice! Ja, war krass. Ja, gut.
Was mich der Tag auf jeden Fall heute gelehrt hat, ist, dass man manchmal einfach, auch wenn die Dinge ein bisschen schwierig aussehen, dass man auf sein Können vertrauen muss und dass man einfach mal Selbstvertrauen haben muss für die Dinge, die man die letzten Wochen irgendwie geübt hat oder vielleicht schon länger irgendwie in seinem Leben geübt hat. Und Selbstvertrauen ist auch so genau das richtige Stichwort. Ich glaube, viele Sachen wagen wir uns nicht oder trauen wir uns nicht, weil wir denken, wir können es irgendwie nicht schaffen oder andere sind viel, viel krasser. Aus irgendeinem Grund trauen wir uns manche Dinge einfach nicht. Und da müssen wir einfach lernen, Selbstvertrauen zu haben. Das nicht nur beim Biken, sondern in allen Lebensbereichen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.